Mein Name ist Chris, ich bin Redakteur bei PC Games und ich habe in den vergangenen 15 Tagen Spiele aus der 16-Bit-Ära nachgeholt oder neu erlebt. Heute erwartet euch das große Finale von 16 Tage 16-Bit. Fragt man nach einem guten Turtles-Spiel, wird man wohl sofort die Antwort Turtles in Time auf dem Super Nintendo bekommen. Und das auch völlig zu Recht. Allerdings war ich eben riesiger Fan der 4 mutierten Schildkröten, aber auch ein Sega-Kind, weshalb ich den SNES-Klassiker erst viele Jahre später nachholte und stattdessen The Hyperstone Heist zockte. Früher redete ich mir ein, dass das Kampfkrötenspiel auf dem Mega Drive mindestens genauso gut war wie Turtles in Time, doch damals war ich vielleicht auch ein bisschen verblendet und blöd. Deshalb, nach etlichen Jahren spiele ich im Rahmen dieses Formats erneut Teenage Mutant Hero Turtles The Hyperstone Heist. Es ist mir ein bisschen peinlich, aber auch mit 33 Jahren finde ich Leonardo, Donatello, Michelangelo und Raphael klasse. Daher bin ich auch schon beim Intro-Video direkt wieder hin und weg und sitze mit einem vermutlich sehr dämlich aussehenden, nostalgisch verträumten Grinsen vorm Bildschirm, während in meinem Kopf der von Frank Zander gesungene Titelsong der TV-Serie läuft. Da fliegt jedoch das Blech weg. Doch auch nach dem Spielstart habe ich eine richtig gute Zeit. Genau wie Turtles in Time und die Vorgängerspiele ist The Hyperstone Heist ein Brawler. Ich bewege mich also von links nach rechts durchs Level und verkloppe dabei allerhand Fußsoldaten und andere Schergen von Shredder und Krang. Die beiden Arschgeigen haben nämlich die Freiheitsstatue entführt und... Moment mal, ist das nicht auch der Story-Aufhänger in Turtles in Time? Absolut richtig. Konami verwendete damals einige Assets aus dem Spiel für The Hyperstone Heist wieder. Die Story ist sehr ähnlich, einige Level sind fast gleich und sogar Bossgegner wurden 1:1 übernommen. In dem Mega Drive-Spiel wird man allerdings nicht durch die Zeit geschickt, sondern soll einfach nur Shredder den titelgebenden Hyperstone entreißen. Bis zum 4. Level reicht mir das auch, denn das Brawler-Gameplay macht Laune, die Grafik ist durchaus noch ansehnlich und die Musik ist absolut klasse. Allerdings fällt mir auch auf, dass sich die Level im Gegensatz zu Turtles in Time ein wenig zu lang ziehen. In Stage 4 merkt man dann auch, dass die Entwickler beim Hyperstone Heist auch bei weitem nicht so kreativ waren wie beim Super Nintendo Spiel. Dort gibt es allein durch die Zeitreise-Thematik schon mehr Abwechslung, doch zudem wollen auch mehr unterschiedliche Bosse verdroschen werden. In Stage 4 von The Hyperstone Heist hingegen werden die drei Bosse aus den vorherigen Stages einfach recycelt, bevor ein ziemlich langatmiger Kampf gegen Baxter Stockman beginnt. Das war das ganze Level und danach geht es auch schon dem Ende des Spiels entgegen. Im Vergleich zu Turtles in Time fehlt es dem Mega Drive-Titel klar an Highlights. Früher ist mir das auch mangels Vergleichsmöglichkeit natürlich nicht aufgefallen, aber heute bin ich schon ein kleines bisschen enttäuscht. Das hört sich jedoch schlimmer an, als es letztendlich ist. Klar, The Hyperstone Heist ist nicht der fehlerlose Klassiker aus meiner Erinnerung, doch das Foot Clan-Gekloppe macht trotzdem richtig Laune. Der Titel mag seine Macken haben, die mir nun auffallen, aber dafür erfreue ich mich als Trash-Fan daran, dass Meister Tatsu, bekanntermaßen ein Mensch, einfach explodiert, wenn man ihn besiegt. Wenn man das beste Spiel zu den Ninja-Schildkröten spielen will, sollte man natürlich zu Turtles in Time auf dem Super Nintendo greifen. Doch wer dann immer noch nicht genug von den grünen Kämpfern bekommt oder, so wie ich, das Brawler-Genre liebt, wird auch mit The Hyperstone Heist eine gute Zeit haben. Ich hatte sie auf jeden Fall bei diesem Format und bedanke mich bei euch fürs Zuschauen bei 16 Tage 16-Bit.